Willkommen bei Nosy Rosy. Hier ist die Jen. Ja, heute mal aus einer anderen Kulisse. Wie man sieht, bin ich in San Francisco. Ich weiß nicht, ob man die Brücke sieht. Die ist etwas im Nebel versunken, aber man kann sie sehen. Die Golden Gate Bridge. Und ja, erstmal sorry dafür, dass es die letzte Zeit kein Video gab. In der ersten Woche haben wir sogar ein Video gedreht, aber das ist dann irgendwie, war das kaputt, das Video. Das ging nicht und letzte Woche bin ich einmal hierher zugekommen. Aber da war ja Wochenthema Szene-Locations in deiner Stadt, also in meinem Fall in Hamburg, und das wird auf jeden Fall noch nachgeholt. Vielleicht in zwei oder drei Wochen, dann ist themenfreie Woche, dann werde ich das auf jeden Fall nochmal ansprechen. Keine Sorge. Klar, es sei denn, man hat das natürlich vorher so vereinbart und lebt in einer offenen Beziehung und für alles ist sowieso alles easy peasy. Aber ich denke mal, das ist vor allem bei Frauen ja meistens nicht der Fall. Und ich denke, wenn sowas mal passiert und man rafft sich vielleicht wieder auf und sagt, ja, okay, aber es war ja nur ein Versehen und man verzeiht vielleicht und sind doch wieder zusammen und man sagt halt, okay, ich verzeihe dir. Aber ich glaube nicht, dass man das so verzeihen kann, so einfach. Ich glaube, auch wenn man es nochmal versucht und dann nochmal die Beziehung weiterführt, ist immer diese Eifersucht da und dieses Misstrauen. Ich glaube, man kann nie wieder so hundertprozentig vertrauen. Das ist schon unser Fall. Die Kamera hält, schüttelt den Kopf oder verneint oder stimmt mir gerade zu. Stimmen ihr alle zu? Ja, stimmen alle zu. Ja. Deswegen, also. Nicht mehr da ist, also dann ist die Beziehung sowieso scheiße, oder? Dann macht man sich die ganze Zeit nur Vorwürfe und macht sich die ganze Zeit Sorgen und also es macht noch nichts mehr, oder? Also, kann man hoffen, dass keiner jemals oder wenige in einer Situation kommen, dass eure Freundin treu ist. Nicht wahr? Ja. Ja. Ja, ja. Gut, das war's dann erstmal von mir. Ein ganz kleines Video aus San Francisco. Wir waren jetzt letzten 5 Tage hier. Also San Francisco ist wirklich eine super schöne Stadt. Das Highlight unserer Reise. Wir werden uns heute so ein bisschen so in Weingegend. Andere Seite. Ich fühle jetzt keinen Dialekt. Nee. ja, Weingegend. Entschuldigung,
natürlich jetzt. Ja, du hast recht. Okay, nördlich von San Francisco. Und dann zum Lake Tahoe oder so ähnlich. Der soll auch noch ganz nett sein. Und dann geht's nach Las Vegas. Also das heißt, nächste Woche das Video wird vermutlich aus Las Vegas kommen. Nächste Woche das Thema. Alles Unterschied. Ja. Ja, okay. Also, ich wünsche euch eine schöne Woche. Bis dann. Die Jen.